Und jetzt freue ich mich über den ersten inhaltlichen Input des Tages. Ich sehe, Julia Reda ist auch schon online. Sehr cool, hallo. Digitale Souveränität. Das ist ein Begriff, der gerade Hochkonjunktur hat, könnte man meinen. Es ist ein sehr breiter Begriff und der umfasst viele Themenfelder. Die technischen Kompetenzen von Individuen, aber auch Nationen. Es geht auch um geopolitische Konstellationen. Es geht um die Interessen der Wirtschaft und Big Tech, aber auch unsere individuellen Bedürfnisse nach Datenschutz und digitaler Selbstbestimmung. Ich frage mich, wie können wir souverän durch dieses Spannungsfeld navigieren? Und ich habe die Hoffnung, dass Julia Reda uns hier ein paar Ansätze mitgebracht hat. Und ich begrüße dich, Julia. Sag mal was, vielleicht hören wir dich. Ja, guten Morgen aus Berlin. Ich hoffe, ihr hört mich alle gut. Ja, wir hören dich. Wir hören dich. Ich glaube, wir sehen dich noch nicht auf dem großen Screen. Da müsste ich mal schnell ein kleines technisches Intermezzo. Ah, jetzt ist sie da. Super. Jetzt hören wir und sehen dich. Sehr gut. Und ich hoffe, dass alle, die remote hinzugeschaltet wurden oder sind, dich auch sehen. Sonst melden Sie sich im Chat. Dann kann unsere HelferInnen supporten. Gut, okay. Julia, du müsstest jetzt zum Presenter gemacht werden. Wunderbar. Gut, dann können wir, glaube ich, loslegen. Yes. Einen Moment, ich muss dich natürlich noch vorstellen. Und zwar, Julia Reda ist Expertin für Urheberrecht und Kommunikationsfreiheit und sie leitet bei der Deutschen Gesellschaft für Freiheitsrechte das Projekt Control-C. Außerdem ist sie bei der Open Knowledge Foundation Deutschland und Fellow bei der Shuttleworth Foundation. Von 2014 bis 2019 war Julia Mitglied des Europäischen Parlaments, wo sie sich auf netzpolitische Themen, insbesondere die EU-Urheberrechtsreform und die Regulierung von Online-Plattformen konzentrierte. Man könnte zusammenfassend auch sagen, sie hat gegen Upload-Filter gekämpft und ich hoffe, dass sie jetzt ungefiltert zu uns sprechen kann. Ich freue mich. Ja, herzlichen Dank. Es freut mich auch sehr, heute remote dabei zu sein und über dieses wichtige Thema digitale Nachhaltigkeit zu sprechen. Und ich habe mir gedacht, dass es eigentlich wichtig wäre, über die Software, die wir alle gesellschaftlich benutzen, zu sprechen als ein Element der Daseinsvorsorge. Also es geht in meinem Vortrag letzten Endes um die Frage, welche Verantwortung der Staat hat für die Bereitstellung, Instandhaltung und Förderung von freier Software und was das letzten Endes mit digitaler Nachhaltigkeit zu tun hat. So, ich glaube, zu meiner Person wurde alles Wichtige schon gesagt, außer dass ich heute eben nicht im Auftrag meines Arbeitgebers oder der Open Knowledge Foundation oder sonst jemandem spreche, sondern tatsächlich als Person, die sich für freie Software engagiert. So, ich hoffe, die Slides gehen weiter. Wunderbar. Also ja, was ist das eigentlich, Daseinsvorsorge? Also rein idealistisch betrachtet ist der Staat letzten Endes das Kollektiv von uns allen. Also das heißt, der Staat hat die Aufgabe, im Dienste aller Menschen in einer Gesellschaft zu agieren. Er ist uns allen auch Rechenschaft schuldig und er sollte potenziell auch für alle zugänglich sein. Also das heißt, alle sollten wählen können und sich auch zu Wahlen aufstellen. Und eine wichtige Funktion des Staates ist dabei die Bereitstellung und Instandhaltung von Infrastruktur. Also alles das, was der Markt eben nicht regelt, dafür zu sorgen, dass Straßen gebaut werden, dass es eine Gesundheitsversorgung gibt, Feuerwehr und so weiter und eben auch Kommunikationsinfrastruktur. Und ich bin überzeugt davon, dass die Software, die der Staat nutzt und die eben für unser gesellschaftliches Zusammenleben unabdingbar ist, auch Teil dieser Daseinsvorsorge sein sollte. Das bedeutet, ich wünsche mir eine Softwarephilosophie für Regierungen, die selber freie Software nutzen, aber auch sie weiterentwickeln, also das heißt selbst Commits zu freien Softwareprojekten wiederum beisteuern und Verantwortung für diese Projekte übernehmen.
Ich denke, das Beispiel ist zwar vielleicht inzwischen fast schon wieder ein bisschen abgedroschen, aber das Outage von Facebook vor einigen Wochen hat doch ganz deutlich gezeigt, wie stark letzten Endes das Internet kritische Infrastruktur ist und wie sehr wir uns dabei teilweise auch von einzelnen Unternehmen abhängig machen, wenn die zu groß werden. Also dadurch, dass zum Facebook-Konzern eben inzwischen nicht nur das soziale Netzwerk gehört, sondern eben auch Instagram und WhatsApp, waren einfach sehr, sehr viele Dienste gleichzeitig für eine kurze Zeit nicht verfügbar. Und das hat dazu geführt, dass viele Menschen, Unternehmen und teilweise sogar öffentliche Dienstleistungen, jetzt weniger, glaube ich, in Deutschland oder der Schweiz, aber zum Beispiel in Lateinamerika, zeitweise überhaupt nicht verfügbar waren. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn man sich von einem einzelnen Unternehmen so stark abhängig macht. Da kann man jetzt natürlich sagen, naja, niemand ist gezwungen, nur über WhatsApp mit der Familie zu kommunizieren. Aber teilweise ist es eben auch so, dass in manchen Ländern es solche Zero-Rating-Deals gibt, also wo man letzten Endes nur die Dienste von Facebook über seinen Internet-Provider kostenfrei nutzen kann, aber für SMS oder Signal zum Beispiel bezahlen muss. Und dann ist es mit der Freiwilligkeit halt doch nicht mehr so weit her. Also ich denke, man kann aus diesem Blackout von Facebook schließen, auch wenn der relativ schnell wieder behoben wurde, dass Facebook als Unternehmen sicherlich zu groß und zu kritisch ist und man nicht eine so große Verantwortung letzten Endes auch für das Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft nur in die Hände von einem Unternehmen legen sollte. Und während diese verschiedenen Teile des Facebook-Konzerns eben nicht alle unter einem Konzern dacht, dann wären sie auch technisch nicht miteinander verbunden gewesen und wären nicht gleichzeitig von demselben Ausfall betroffen. Was ist da eigentlich passiert mit diesem Facebook-Blackout? Also das Internet basiert auf Protokollen, die ich hier jetzt so als rostige Röhren symbolisiert habe. Also diese Protokolle funktionieren im Großen und Ganzen schon sehr gut, aber sie sind halt dynamisch gewachsen, sie sind relativ alt und teilweise auch relativ einfach. Und eines davon, das BGP, das Border Gateway Protokoll, hat jetzt in diesem Blackout eine entscheidende Rolle gespielt. Denn also das Internet heißt ja Internet, weil es letzten Endes nicht aus einem Netzwerk besteht, sondern es ist die Verbindung von vielen einzelnen Netzwerken. Und Facebook betreibt eben ein sehr großes solches Netzwerk. Und das Border Gateway Protokoll sorgt dafür, dass diese verschiedenen Subnetzwerke miteinander kommunizieren können. Und der Facebook-Server wurde jetzt eben die Facebook-Server wurden durch eine Fehlkonfiguration in diesem BGP unsichtbar für den Rest des Internets. Und die Folge davon war eben nicht nur, dass die Facebook-Seiten nicht mehr erreichbar waren, sondern dass auch das Team von Facebook letzten Endes nicht mehr remote diesen Konfigurationsfehler wieder rückgängig machen konnte. Das Problem wurde dadurch noch verstärkt, dass auch Facebook selbst konzernintern seine eigenen Dienste verwendet. Also das heißt, die Facebook-MitarbeiterInnen kommunizieren dann über Facebook und WhatsApp miteinander. Und wenn also auch diese Dienste dann nicht mehr funktionieren, ist das eine größere Herausforderung. Also das bedeutet, dass letzten Endes Menschen physisch in die Datencenter kommen mussten, um das Problem zu beheben. Und deshalb hat das auch einige Stunden gedauert. Und letzten Endes zeigt das auch gewisserweise den Wert von einer diversen Kommunikationsinfrastruktur. Also dass ein Unternehmen, aber sicherlich auch jede Organisation, jeder Staat nicht alles auf eine Karte setzen sollte, wenn es um die Kommunikationsinfrastruktur geht. Letzten Endes sind wir aber relativ glimpflich davon gekommen. Der Schaden dieses Facebook-Ausfalls hielt sich in Grenzen. Er war relativ kurz. Manche würden sogar sagen, es war angenehm für einige Stunden, nicht auf Facebook sein zu müssen. Und man muss aber trotzdem sagen, dass es durchaus auch schlimmer hätte kommen können. Denn im Internet, dadurch, dass es organisch gewachsen ist, gibt es natürlich auch starke Interdependenzen. Also das bedeutet, in dem Moment, wo Facebook weltweit ausgefallen sind, haben Millionen, wenn nicht gar Milliarden Menschen dann plötzlich gleichzeitig versucht, mit ihren Devices Facebook.com aufzurufen. Und dadurch sehr, sehr viele Anfragen in kurzer Zeit generiert, die wiederum eine Last auf andere
Dienste, wie zum Beispiel DNS-Dienste von völlig anderen Anbietern erzeugt haben. Und letzten Endes haben wir Glück gehabt, dass es nicht zu einer Kettenreaktion gekommen ist, wo durch den Ausfall von Facebook möglicherweise dann noch andere Dienste ausgefallen wären. Also es hätte durchaus zu so einer Folgeinfrastrukturversagen kommen können. Und auch da muss man sagen, also die Dezentralität des Internets ist sicherlich eine große Stärke an der Stelle. Also dass es eben ziemlich ausfallsicher ist. Aber die Kehrseite davon ist natürlich auch, dass sich vielleicht weniger Leute die Frage stellen, okay, wer ist denn eigentlich verantwortlich dafür, dass die Protokolle, auf denen das Internet basiert, die Standards, die Serverinfrastrukturen auch wirklich instand gehalten und weiterentwickelt werden. Also dazu gibt es zwar Strukturen, aber die sind für den ganz großen Teil der Internetnutzerinnen und Nutzer und auch für die Politik oftmals relativ intransparent und da macht man sich nicht so viele Gedanken drüber. Ich glaube, das Problem wird in Zukunft noch größer werden, denn Software-Algorithmen sind einfach in immer größeren Teilen unseres Lebens verbaut. Computer sind nicht mehr auf bestimmte Aspekte unseres Lebens beschränkt. Also ich glaube, Sie alle haben wahrscheinlich schon lange niemanden mehr Real Life sagen hören, wenn das wenn offline gemeint war. Also diese Unterscheidung Real Life, Virtual Life macht einfach keinen Sinn mehr. Und meistens ist das auch nützlich, dass letzten Endes große Teile unserer Gesellschaft irgendwie durch Software vernetzt sind. Aber dadurch gibt es auch immer mehr lustige Szenarien für Software-Fails. Also auf diesem Slide habe ich dargestellt den Twitter-Account Internet of Shit, der ja lustige oder teilweise auch besorgniserregende Beispiele von Internet of Things-Anwendungen zeigt. Zum Beispiel eben einen Kühlschrank, auf dem Windows läuft. Und damit eben dann auch die Gefahr eines Blue Screen of Death auf dem Kühlschrank steigt. Und jetzt gerade diese Woche wurde bekannt gegeben, Facebook nennt sich jetzt Meta, also will auch viel stärker in Augmented Reality investieren. Und man weiß jetzt vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sicher, ob das nur ein so ein Hype ist, aber ich glaube schon, dass früher oder später eben diese Vernetzung unserer physischen Welt weiter voranschreiten wird. Das Problem wurde auch nochmal verstärkt durch Covid, denn im Lockdown, gerade in der Anfangsphase, sind einfach improvisierte IT-Lösungen ganz stark aus dem Boden gesprossen. Und dabei haben viele Organisationen auch ihre Abhängigkeit von proprietärer Software erhöht. Viele Schulen haben zum ersten Mal wirklich IT-Systeme eingesetzt und waren dabei dann ganz dankbar dafür, dass eben Unternehmen ihnen proprietäre Lösungen angeboten haben, out of the box, und haben sich vielleicht keine so großen Gedanken über die Nachhaltigkeit gemacht. Genauso bei Unternehmen und Verwaltungen. Und oftmals stehen diese Anwendungen dann sogar in einem offenen Konflikt mit den eigenen Datenschutzstandards, aber dadurch, dass es halt eine Krisensituation war, musste man halt irgendeine Lösung finden. Und ja, jetzt stehen wir vor dem Problem, wie bringen wir da eigentlich die Nachhaltigkeit wieder rein? Software hat also zweifelsfrei einen sehr großen Einfluss auf die Welt, aber wir haben nicht so großen Einfluss auf die meiste Software. Und die Frage, die wir uns dann eben stellen sollten, ist, wie wir das ändern können und welche Rolle der Staat dabei spielt. Also können wir den Staat, die Regierung überzeugen, Verantwortung für Software als Infrastruktur zu übernehmen? Mein Vorschlag dabei ist vielleicht dieses philosophische Argument, das ich jetzt vorgestellt habe, als der Daseinsvorsorge ein bisschen beiseite zu schieben und ein ganz praktisches Argument zu verwenden, wenn wir mit Regierungen sprechen. Nämlich Staaten, Verwaltungen bauen schon heute sehr, sehr stark auf freie Software auf. Manchmal wissen sie das gar nicht, aber sie verwenden eben offene Serverinfrastrukturen, freie Software, Linux-Betriebssysteme an ganz vielen Stellen, weil es oftmals sicherer und eben auch performanter ist. Und wenn das sowieso schon der Fall ist, dann ist es einfach sinnvoll, im Eigeninteresse dieser Regierung auch Verantwortung für die eigene IT-Sicherheit und die Vorteile von freier Software zu übernehmen, die sie ja aus Gründen bereits einsetzen.
Welche Rolle spielt diese Erzählung von der digitalen Souveränität dabei? Ich finde teilweise diesen Diskurs ein wenig problematisch. Also ich habe hier ein Beispiel von einem Pressebericht gezeigt, wo letzten Endes irgendwie der deutsche Bundesadler irgendwie dargestellt wird als in Fesseln von den amerikanischen Großkonzernen. Und ich finde diesen Diskurs ein bisschen problematisch, weil es so eine Wir-gegen-die-Situation darstellt und oft auch gerade dieser europäische Diskurs über die amerikanischen Großkonzerne auch mit einem gewissen Anti-Amerikanismus verbunden ist. Und wenn ein europäisches IT-Unternehmen großen Mist baut, wie zuletzt irgendwie Wirecard, dann wird ganz, ganz lange die schützende Hand darüber gelegt. Aber eigentlich gibt es dafür keinen Grund. Also da gibt es so ein gewisses Not-Invented-Here-Syndrom, und die digitale Souveränität wird da eher erzählt auf der Basis dieser Idee, dass Nationen irgendwie komplett unabhängig sein könnten. Und ich glaube, diese Idee ist überholt. Also wir leben in einer vernetzten Gesellschaft und es hat, denke ich, wenig Sinn, sich irgendwie im Namen der digitalen Souveränität wieder mehr auf die Nationalstaatlichkeit zurückzubesinnen. Also das sieht man auch am Brexit, denke ich, dass das kein besonders vielversprechender Ansatz ist. Trotzdem müssen wir aber die digitale Souveränität nicht komplett irgendwie über den Haufen werfen, sondern das kann durchaus ein sinnvolles Konzept sein, wenn wir sie vom Menschen her denken. Also für mich bedeutet digitale Souveränität, dass Menschen Autonomie über ihre Technologie bekommen. Also das bedeutet zum Beispiel, dass wenn ich mir ein Handy kaufe, dass das mir wirklich gehört, dass ich es reparieren darf, dass ich den Akku austauschen darf und auch selber entscheiden kann, welche Software darauf laufen soll. Dabei ist es egal, ob irgendwie etwas made in Germany ist, sondern entscheidend ist, dass es made open source ist. Also dass ich autonom darüber entscheiden kann, wie ich Technologie einsetze und dass die Technologie eben nicht zu meiner Überwachung genutzt wird, sondern zu meiner Befähigung, damit etwas zu machen. Zu digitaler Souveränität gehört für mich auch das Prinzip Public Money, Public Code. Also alle Software, die mit öffentlichen Geldern finanziert wird, sollte auch unter freien Lizenzen freigegeben werden. Die Regierung soll freie Software nicht nur tolerieren und nutzen, sondern unterstützen, promoten und auch finanziell fördern. Das heißt also, digitale Souveränität sollte in meinen Augen nicht heißen, dass man sich abschottet von der Außenwelt, sondern gerade, dass man Dezentralisierung, Vernetzung und erlaubnisfreie Innovationen promotet. Für diese finanzielle Förderung, über die ich jetzt reden möchte, gibt es auch schon ganz gute Beispiele. In den USA gibt es den Open Technology Fund, der relativ erfolgreich viele freie Softwareprojekte unterstützt, die sich vor allen Dingen für die Umgehung von Zensur in autokratischen Regimen eignen. Dazu gehört Tor, WireGuard, der VPN-Dienst Signal und viele weitere, aber auch Infrastrukturdienste, die die Endnutzerinnen und Nutzer eigentlich kaum zu sehen bekommen. Und dass es diesen Fund gibt, hat sicherlich auch was mit der US-Außenpolitik zu tun, die eben sich zum Beispiel in die Innenpolitik von Ländern wie China oder Russland einmischen will. Aber also unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie die außenpolitischen Ziele der USA teilt, ist es nicht von der Hand zu weisen, dass wir alle davon profitieren, dass es solche Dienste wie Signal oder Tor gibt. Und dass es letzten Endes eine gute Sache ist, dass es solche öffentlichen Förderprogramme gibt. Allerdings haben wir auch gesehen während der Trump-Regierung, dass so ein einzelner Förderfonds sehr anfällig ist für politische Entscheidungen. Also Donald Trump hat gegen Ende seiner Amtszeit den Open Technology Fund aus politischen Gründen attackiert und ihm seine Mittel streichen wollen. Und das zeigt letzten Endes, dass es ein Problem ist, wenn wir uns abhängig von einer einzelnen Regierung machen und sagen, naja, die Amerikaner werden schon für freie Software bezahlen. Zumal der Open Technology Fund auch wirklich nicht besonders teuer ist. Also das waren 20 Millionen Dollar Jahresbudget, um die es da ging. Das ist nicht viel für ein durchschnittliches europäisches Land. Also jedes Land in der EU oder in EFTA könnte auch seinen eigenen Open Technology Fund finanzieren. Und der gesellschaftliche Mehrwert wäre riesig. Glücklicherweise wurde der Open Technology Fund letzten Endes vom Kongress gerettet.
Aber er hat eben ein relativ begrenztes Mandat. Also da geht es vor allen Dingen um diese Zensurumgehungstechnologie. Wir sollten, denke ich, in Europa dafür sorgen, dass es eben redundante Förderstrukturen gibt, damit nicht diese Projekte vor einem großen Problem stehen, wenn ein solcher Fördertopf mal wegfällt aus politischen Gründen. Ja, wie sieht's in Europa aus? Die EU-Kommission hat eigentlich schon ein großes Unbehagen mit dem Verlassen auf proprietäre Technologie, gerade eben auch Technologie, die nicht in Europa entwickelt wurden. Also ein Beispiel dafür war zum Beginn der Pandemie, dass sie halt Zoom ganz stark für seine Datenschutzstandards kritisiert haben, aber Zoom trotzdem weiter benutzt haben. Also meiner Ansicht nach sollte die EU auch selbstbewusst sein, eben ernst zu machen und die freien Softwareprojekte finanziell zu fördern, die ihrer Meinung nach verbessert werden müssen, damit eben auch die EU stärker auf freie Software setzen kann. Kleine erste Ansatzpunkte gibt es davon. Also als ich im Europaparlament war, ganz am Anfang 2014, da wurden die Heartbleed und Shellshock Vulnerabilities bekannt. Und die haben letzten Endes gezeigt, dass die ganze Welt auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit von freier Software angewiesen ist. Aber nur weil diese Software eben Open Source ist, heißt das nicht, dass sie automatisch sicher ist, sondern es muss auch wirklich jemand die Verantwortung dafür übernehmen, diesen Code zu überprüfen. Und deshalb habe ich zu Beginn meiner Amtszeit im Europaparlament das Pilotprojekt EU-FOSSA gegründet, also Free and Open Source Software Auditing. Das war ein Pilotprojekt, wo die EU-Kommission erstmals Geld in die Hand genommen hat, um freie Software gezielt zu fördern. Also erstmal ging es darum, eine Inventur zu machen, also alle freie Software, die von den EU-Institutionen benutzt wird, zu katalogisieren und dann zu gucken, okay, welche dieser Software ist besonders kritisch und ist auch für die Gesellschaft insgesamt besonders wertvoll. Und von ausgewählten Programmen wurden dann eben Security Audits gemacht und teilweise auch größere Schwachstellen gefunden und behoben, beispielsweise in PuTTY. Allerdings hat sich in diesem Pilotprojekt schnell gezeigt, dass ein großes Problem ist, dass es für so eine öffentliche Verwaltung gar nicht so einfach ist, Geld an EntwicklerInnen auszuzahlen. Das liegt auch daran, wie freie Software halt irgendwie strukturiert ist, dass das nicht unbedingt Consultancies oder Unternehmen sind, die besonders gut darin sind, sich auf EU-Förderungen zu bewerben, sondern oft sind es halt einzelne EntwicklerInnen oder kleine Teams, die sich lose zusammengefunden haben, um freie Software zu entwickeln und instand zu halten. Deshalb, gegen Ende des Programms wurde dann ein bisschen umgeschwenkt auf Bug Bounties. Also das bedeutet, da hat die EU dann eben solchen Bug Bounty Plattformen wie Integrity Geld gegeben, die eben Bug Bounties ausgeschrieben haben, zum Beispiel für Matrix, um eben Verschlüsselungen zu verbessern und auf diese Weise eben dann indirekt Geld ausgezahlt werden konnte an einzelne Entwicklerinnen und Entwickler. Aber letzten Endes, das war ein Experiment, um überhaupt erstmal zu gucken, wie kann das denn aussehen, dass die EU-Kommission überhaupt Geld in freie Software steckt. In Deutschland gibt es einen ähnlichen Ansatz mit dem Prototype Fund, der auch bei uns bei der Open Knowledge Foundation betrieben wird. Da geht es eben darum, direkte finanzielle Förderung an freie Softwareprojekte zu geben. Das Ziel ist dabei, möglichst niedrigschwellig zu sein. Also ein einfacher Bewerbungsprozess, relativ geringe Summen an Geld und relativ kurze Laufzeit. Allerdings ist der Prototype Fund halt auch dadurch beschränkt, dass er nur Innovationen fördern kann. Also wie der Name schon sagt, Prototype, da geht es quasi um eine Anschubfinanzierung für neue Ideen. Das ist super, aber es kommen halt immer wieder auch Bewerbungen rein, wo es eigentlich um was anderes geht. Also eher um die Instandhaltung von bereits bestehenden wichtigen Infrastrukturen und eben nicht um Innovationen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer blinder Fleck in der Förderung von freier Software durch den Staat. Ich finde, dieser XKCD-Comic hat das irgendwie am besten illustriert. Also ihr seht hier irgendwie einen großen Bauklötzeturm und letzten Endes unsere gesamte moderne digitale Infrastruktur balanciert irgendwie auf einem kleinen Bauklotz, der hier eben ein Projekt symbolisiert, das irgendwie von einer Einzelperson seit vielen, vielen Jahren instand gehalten wird. Und teilweise ist es halt wirklich so, dass eben
wichtige Softwarekomponenten, Libraries oder Verschlüsselungstechnologien letzten Endes von ganz, ganz kleinen Teams oder auch Einzelpersonen instand gehalten werden. Und ja, was ist eigentlich, wenn die irgendwann nicht mehr da sind? Ja, wir bei der Open Knowledge Foundation haben deshalb die Idee des Sovereign Technology Fund in die Welt gerufen. Also diese Idee basiert letzten Endes auf den Erfahrungen des Prototype Funds und des Open Technology Funds. Und wir sind jetzt eben in Gesprächen mit der Politik, um einen solchen neuen Infrastrukturförderfonds zu schaffen, der eben gerade solche kritischen Basistechnologien dauerhaft über einen längeren Zeitraum fördern soll. Ja, Kriterien dafür, die für uns ganz wichtig sind, ist erstmal, dass die Bewerbung auf so einen Fund sehr, sehr einfach sein muss. Also es soll explizit offen sein für Einzelpersonen und es soll letzten Endes auch ein Team geben bei diesem Infrastrukturfonds, das von sich aus auch geeignete Projekte ausfindig machen kann und selbst mit der Community vernetzt ist. Also das heißt, die Leute, die da arbeiten, müssen letzten Endes Teil der freien Software-Community sein, um auch selber eben mitzukriegen, was gerade gebraucht wird. Die Förderung sollte nachhaltig sein. Also das heißt, es sollte nicht nur um Geld gehen, sondern oftmals sind es andere Dinge, die freie Software-Projekte brauchen. Also zum Beispiel Coaching, um die Usability, User Interfaces zu verbessern. Oder eben auch Governance-Strategien für Projekte zu entwickeln. Das sollte alles Teil dessen sein. Der Fonds selber sollte auch nicht direkt vom Staat betrieben werden, sondern wir stellen uns das am besten so vor, dass es eine unabhängige NGO gibt, eine Stiftung oder einen Verein, der letzten Endes diesen Fonds betreibt. Diese Staatsferne ist unserer Meinung nach ganz wichtig. Also das war auch beim Open Technology Fund ein Erfolgsrezept, also jetzt Projekte, die sich irgendwie mit Verschlüsselung und Zensurumgehung beschäftigen, die sind nicht unbedingt super, bringen nicht super viel Vertrauen gegen Ministerien entgegen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass es da eben eine unabhängige Organisation gibt, die auch Vertrauen mit der Community aufbauen kann und nicht so direkt staatlichen Weisungen unterliegt. Also das bedeutet zum Beispiel auch, dass Leute, die Geld von so einem Förderfonds bekommen, nicht verpflichtet sein sollten, in irgendeiner Form die Regierung jetzt zu promoten und irgendwie Minister auf Veranstaltungen einzuladen oder so, weil das, denke ich, ganz stark davon abschrecken würde, so ein Angebot auch wahrzunehmen. Ganz wichtig auch, Bewerbungen sollten unabhängig von der Nationalität sein. Also es sollte echt nicht darauf ankommen, aus welchem Land die EntwicklerInnen kommen. Das ist aber was für Ministerien oder Regierungen, die irgendwie solche Förderprogramme entwickeln, oft noch ein völliges Unding ist. Also da gibt es oft noch so ein Denken, dass man halt sagt, naja, wir wollen irgendwie unsere lokale Wirtschaft fördern oder so, oder wir brauchen eine Steuernummer aus diesem Land. Und das ist einfach ja mit der Produktionslogik von freier Software nicht so leicht zu vereinbaren. Ja, das sind die Grundstrukturen dieses Programms, die unserer Meinung nach besonders wichtig sind, damit das ein Erfolg werden kann. Wir befinden uns jetzt in einem Dialog mit der Politik und unser Ziel ist es grundsätzlich, dass es solche Strukturen europaweit oder auch global gibt. Aber wir verfolgen jetzt so einen Scale-up-Ansatz. Also wir fangen erstmal in Deutschland an. Denn ganz wichtig ist es, dass Bewegung in die Sache kommt. Das heißt also, wir haben jetzt im Auftrag des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft eine Machbarkeitsstudie erstellt durch die Open Knowledge Foundation Deutschland. Diese Machbarkeitsstudie wird in Kürze veröffentlicht und wird eben sehr genau aufdröseln, wie so ein Sovereign Tech Fund aussehen müsste, damit er erfolgreich sein kann und von der Community auch angenommen wird. Unsere Hoffnung ist aber, dass Aktivistinnen und Aktivisten in anderen Ländern diese Idee aufgreifen und ja ähnliche Konzepte entwickeln und auch mit ihren Regierungen in Dialog treten, damit das losgehen kann. Jetzt gab es natürlich in Deutschland gerade eine Bundestagswahl und es gibt aktuell Koalitionsverhandlungen mit der Ampel. Also das bedeutet Sozialdemokraten, Freie Demokraten und die Grünen. Wenn man sich die Wahlprogramme dieser Parteien anschaut, ist es durchaus möglich, dass die dieses Projekt auch voranbringen können. Einerseits natürlich negativ ist, dass durch Corona
die Haushalte irgendwie angespannter sind. Aber immerhin in allen drei Wahlprogrammen gibt es in unterschiedlicher Detailtreue und unterschiedlichem Enthusiasmus, aber zumindest in allen gibt es ein gewisses Bekenntnis zu freier und Open Source Software. Also bei Sozialdemokraten und Freien Demokraten sieht das eher so aus, dass sie sagen, okay, der Staat sollte stärker auf Open Source setzen, also Public Money, Public Code. Bei den Grünen steht sogar explizit drin, dass es so eine Förderinfrastruktur geben sollte. Ihr könnt dabei helfen, diese Idee stärker bekannt zu machen. Und indem ihr darüber redet, also in unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Parteien. Aktuell ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt, um irgendwie Project Pitches für bestimmte Software bei uns abzuladen, sondern wir sind wirklich in so einer Konzeptionsphase. Aber was eben ganz wichtig ist zum aktuellen Zeitpunkt, wenn die Politik über digitale Souveränität redet, dann eben das Gespräch auf freie Software zu bringen. Also Presseartikel darüber zu schreiben, Podcasten, in Social Media darüber zu sprechen, was eigentlich freie Software mit digitaler Souveränität zu tun hat. Fordert eure Abgeordneten dazu auf, das Thema aufzugreifen, startet BürgerInneninitiativen dazu und so weiter. Bei dieser Idee ist ganz wichtig, also sie darf kopiert, geremixed und geteilt werden. Wir sind auch in einem aktiven Dialog zum Beispiel mit dem Open Technology Fund und der Prototype Fund ist ja ohnehin bei der Open Knowledge Foundation angesiedelt. Das heißt also, die Idee ist nicht in Konkurrenz mit bestehenden Förderprogrammen zu treten, sondern eine Dezentralisierung zu schaffen, die letzten Endes auch die Nachhaltigkeit und Resilienz der Förderinfrastruktur für freie Software stärkt. Denn wie wir halt beim Open Technology Fund gesehen haben, ein existierendes Förderprogramm kann eben auch mal ins Straucheln geraten. Und dann ist es ganz wichtig, dass es eben redundante Strukturen gibt, die sowas auch auffangen können. Außerdem gibt es viele mögliche Schwerpunkte für diese Arbeit. Also beim Open Technology Fund geht es um die Umgehung von Zensurinfrastrukturen. Beim Prototype Fund geht es um Innovationen. Wir legen jetzt den Fokus auf Basistechnologien. Aber es gibt auch viele andere Bereiche, die wahrscheinlich von so einer Förderung profitieren könnten, zum Beispiel Open Government Tech oder Open Hardware. Das heißt also, unsere Hoffnung ist, dass wir in einigen Jahren vielleicht auf hunderte verschiedene freie Softwarefonds in unterschiedlichen Ländern blicken können, die eben die Community als Ganze nicht nur finanziell, sondern eben auch durch eine ideelle Unterstützung, durch Coaching und so weiter mitfördern können. Meiner Meinung nach ist das einfach eine zentrale staatliche Aufgabe und eben die Förderung unserer digitalen Infrastruktur sollte einfach ganz selbstverständlich, so wie der Straßenbau, Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge werden. Das war es von mir. Ich freue mich auf eure Fragen. Und hier ist auch noch mein Twitter-Handle und meine E-Mail-Adresse, falls ihr euch direkt bei mir melden wollt. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gut, vielen Dank, Julia. Das war sehr spannend. Wir haben zwei Fragen. Wir haben auch ein bisschen überzogen. Ich möchte vielleicht nur eine stellen und dann möglicherweise im Chat des BBBs, wenn du noch ein, zwei Minuten dabei bleiben kannst, vielleicht kommt da noch eine Frage, weil unsere Gäste hier live haben nachher Kaffeepause und dann geht's gleich in die Sessions rein. Und wir sind heute so Schlag auf Schlag. Also, ich frage mal, soll der Sovereign Tech Fund vor allem kritische Software unterstützen, wie zum Beispiel OpenSSL, oder ist er breiter angedacht? Also, wir stellen uns vor, dass dieser Fund digitale Basistechnologien fördern soll. Dazu gehören beispielsweise Libraries, Protokolle, die Entwicklung von offenen Standards, aber auch solche Dinge wie zum Beispiel Server-Stacks, die auf freier Software basieren. Das heißt also, es muss nicht alles kritisch im engeren Sinne sein, aber es sollte eben Software sein, die Basis dafür bildet, dass andere dort End-User-Anwendungen aufbauen können, weil das letzten Endes der Teil ist,
wo wir den Eindruck haben, dass die größte Lücke besteht. Also es soll explizit nicht darum gehen, dass immer was Neues entwickelt werden muss. Also es ist kein typischer so Start-up-Fonds oder Innovationsfonds, sondern es geht eher um die Instandhaltung und Wartung von Infrastruktur. Und noch zum Schluss die letzte Frage. Inwiefern könnte man Unternehmen, welche Ausschreibungen gewinnen, dazu befähigen, nachhaltig zurück zu contributen? Ich glaube, das ist auch noch ein großes Problem. Ja, das ist ein super Hinweis. Also das gilt natürlich nicht nur für öffentliche Verwaltungen, die selber Software entwickeln, sondern auch für Unternehmen. Das ist tatsächlich eine Frage, die wir uns auch in dieser Machbarkeitsstudie fürs Wirtschaftsministerium stellen. Also dass man möglicherweise auch Unternehmen in so ein Förderprogramm einbeziehen könnte. Also zum Beispiel, dass man sie dafür fördert, dass sie irgendwie Zeit von ihren EntwicklerInnen für freie Softwareprojekte zur Verfügung stellen. Die Details dazu, also ich hoffe, dass wir die Studie in etwa 2 Wochen werden veröffentlichen können, wo wir uns dann eben auch noch mit dieser Frage beschäftigen. Also wie können eigentlich Unternehmen in diesen Betrieb sozusagen mit eingebaut werden. Da wird es dann wahrscheinlich unter der Webseite infrastructurefund.de wird die Studie dann veröffentlicht sein. Also da gibt es bereits so eine kurze Beschreibung des Projekts und was eigentlich unser Auftrag seitens des Wirtschaftsministeriums ist. Da können alle nochmal reinschauen. Okay, ja, Julia, das war wahnsinnig lehrreich und wirklich total spannend für uns. Vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast und für deine Worte. Wir sind, glaube ich, alle sehr inspiriert und ich wünsche dir weiterhin gutes Gelingen bei deinen Aktivitäten und genau, ja, danke vielmals, bis bald. Vielen Dank und allen eine gute Konferenz.